Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Projekt zu Islanders. Ich habe das Spiel durch Zufall auf Steam entdeckt, habe es mir gekauft, fand es super cool und dachte, ich muss es euch mal zeigen. Das Ganze hier wird kein Let's Play, ich mache nur mal eine kleine Folge, um euch das ganze Spiel zu zeigen. Es kostet eigentlich fast nichts, 5 Euro kostet das auf Steam. Und ich muss sagen, es ist schon sehr, sehr interessant, ja. Bei dem Spiel geht es so ein bisschen um Puzzeln, ein bisschen um Geschicklichkeit, um logisches Denken, um Glück, um Aufbau, um, ihr werdet sehen. Wir starten mal ein neues Spiel. Ich habe schon mal reingespielt und dann gucken wir uns das Ganze mal an, ja. Islanders. Es ist sehr einfach zu verstehen. Jetzt fange ich wieder an hier mit der mit dem Tutorial. So. Gut. Also, Ziel des Spiels ist es, hier unten diese 20 Punkte zu bekommen. Diese Punkte werden immer wieder erhöht. Und wir starten quasi, indem wir hier auf das Plus drücken. Du könntest aussuchen zwischen Holzfäller-Pack und Landwirtschaftspack. Ich würde sagen, wir nehmen mal Landwirtschaftspack. Und bekommen jetzt hier eine Mühle und zwei Felder. Und wir sehen auch schon, diese Mühle hat einen positiven Bonus neben einem Lager, einer Statue, einem Stadtzentrum, einem Feld oder einem Steinmetz. Und hat einen negativen Bonus neben einer Mühle. Und beim Feld ist genauso. Wir haben positiv bei Mühle, Statue, Plateau, Ressort und Feld und negativ gar nichts. Das heißt, wir platzieren jetzt erstmal hier eine Mühle und bekommen dadurch, dass wir zum Beispiel hier in Reichweite da oben dieses Gebäudes sind, bekommen wir 13 Punkte. 13 Punkte. So, die ganzen gehen hier unten drauf und Ziel ist es natürlich, das voll zu bekommen. So, jetzt haben wir noch zwei Felder und können die noch hier dran stellen. Die geben alleine 3 Punkte und dadurch, dass sie an der Mühle sind, bekommen wir dadurch 10 Punkte. So. Und jetzt sind wir hier schon bei 31 von 70. So, Level up. Immer wenn du durch das Auffüllen dieses Balkens dein Punkteziel erreicht, erhältst du neue Gebäude. Gehen dir die Gebäude vorher aus, heißt es Game Over. Also dieses Spiel ist keins, was du irgendwie, weiß nicht, 50 Stunden am Stück spielst, sondern du hast immer eine Aufgabe, irgendwann kannst du verlieren, dann fängst du halt neu an. So sieht das aus. So, und dann können wir jetzt aussuchen hier Brauereipack. Bams. Nächstes Ziel ist noch hier, sieht man eine nächste Insel, wo jetzt schon das Wasser farbig ist. Weil diese Insel komplett aufgefüllt ist, können wir quasi auf die nächste Insel wechseln. Wir haben ja jetzt erst nur so eine kleine, schnuckelige Insel hier. So, jetzt haben wir noch ein paar Felder gekriegt. Und noch eine Brauerei. So, dann machen wir mal hier hin. So vielleicht. So, dann kriegen wir hier Hopfenfelder noch. Und noch normale Felder. Ist halt manchmal ein bisschen tricky, immer so die richtigen Positionen zu finden. So. Stadtpack. Gibt es halt verschiedenste Gebäude. Jetzt haben wir zum Beispiel Stadtzentrum, Haus und Villa bekommen. So, Stadtzentrum. Plus 22. Häuschens. Sieben, acht, neun, zehn. Und die Villa noch. Die Villa. Die kriegen wir nicht ans Stadtzentrum dran, oder? Doch hier oben. 9. Können wir mal drehen. 14. So. Als nächstes Schamane. So. Ist natürlich 10. Hier hinten vielleicht mehr. 14. Hätten wir hier. 11. Ja, der hat da minus 10 beim Stadtzentrum. Das ist nicht so cool. Ich glaube, hier mit 14 sind wir schon gar nicht so verkehrt. Der kriegt halt bei diesen Pflanzen hier, kriegt er 3 Bonus. Ja, wir nehmen mal die 14 hier mit. So, dann haben wir noch eine Villa. Hier kann man die auch gut hinmachen. So, Häuschen. 11.
13, 15. 13 und ein Feld. 5. So. Fischer. So, die Insel ist übrigens fertig. Das heißt, wir können theoretisch zur nächsten Insel gehen. So, da hätten wir 14. Ach, machen wir hier hin. 14 und Hopfenfeld nochmal. Gut. Kriegen wir also 13 hier, ne? Häuschen. Und noch eine Villa. Komm hier oben am Berg. Zack. So, Brunnen. Warte mal, 17. 19, 21. 21 ist gut. So, Dorfzentrum. Machen wir hier unten irgendwo hin. Hier hätten wir 19. 24. 24. Ich glaube, mehr wie 24 kriegen wir nicht. So, jetzt haben wir schon das nächste. Können wir uns schon wieder Hütten holen. Das geht ab. Noch ein Schamane. Okay. Der hat hier 9. 6. Machen wir hier 9, so. Und noch mehr Stadtzentren. Die dürfen halt nicht mit einem anderen Stadtzentrum in Reichweite sein, dann gibt es halt direkt Minuspunkte, ne? Hier, minus 3. Das ist natürlich ordentlich. 15, so. Park. Das Spiel macht schon echt Laune, muss ich sagen. So. Mühle. Ach, die kann ich nur aus Gras bauen, ne? 24, 28. 28. Nehmen wir. Plateau. Plateau ist auch nicht schlecht. Da können wir nämlich hier auf dem Wasser noch ein bisschen mehr Fläche einnehmen. Können wir hier Hütten bauen? 32. 33. So. 14. Damit müssen wir es schon wieder haben, ne? Jawohl. Dann würde ich sagen, dann nehmen wir jetzt noch den Turm und dann gehen wir mal auf die neue Insel. Weil wir könnten das jetzt quasi so lange weiterführen hier, bis wir wirklich abkacken, weil... Weil irgendwann einfach kein Platz mehr da ist. Aber wir machen dann jetzt mal so, Schamanen. Ja, null. Okay, komm, wir gehen auf die nächste Insel. Expedition starten. Jawohl, los geht's. So, die nächste Insel ist dann schon deutlich größer. Und das Ganze wird schon interessanter. Und es geht quasi, ich weiß nicht, wie weit es geht. Also ich habe, ich glaube, bis zur dritten Insel mal gespielt gehabt. Mehr noch nicht. So, Holzfäller-Pack. Ich glaube, hier könnte man mit Holzfäller gut Geld machen. Weil Holzfäller kriegen halt Punkte durch die Bäume. Wenn viele Bäume da sind, heißt das viele Punkte. So, 22. Und nochmal 22. Und 18. So, Steinmetz. Dö, 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 dö. 12. Neun.
12, 15. 14, 15. Ja, der kriegt halt Minuspunkte durch den anderen Holzfäller, aber willst du machen. Trotzdem noch 20 Punkte, das ist eigentlich ganz gut. Der hier war irgendwo 25. Ja. Krieg's nicht. Da. So, jetzt können wir uns zwei Sachen auswählen. Stadtpack und Brauerei. So, hier haben wir noch ein Steinmetz. Hier machen wir mal. Machen wir dann mal hier hin. Hier. So, Brauerei. Dann Feld. 28. Haus. So. Können wir uns wieder zwei Sachen aussuchen. Schamane und Landwirtschaft, Fischer. Wir gehen mal nicht auf Landwirtschaft. Wir machen mal nur Brauerei, wenn dann. So, hier können wir wieder ein Steinmetz hinmachen. Dann Fischer. Sag mal, hier hat der 21. Hier. Machen wir hier. Schamanen. Oh, die kriegen hier richtig Punkte. Minus 13 von dem anderen, aber ist egal. Können wir schon wieder zwei aussuchen. Brunnen und Hütte. Man kann übrigens auch nicht mehr abreißen. Ne? Also falls du mal Scheiße baust, ist er verkackt. Warte, kriegt hier irgendwo 17. Holzfäller. 12. Steinbruch. Mein Steinbruch ist auch irgendwie komisch, ne? Die brauchst du einfach. Plus 48. Junge, Junge, Junge. 30. Machen wir was hier hin. So, Häuschens. Jede Menge. La. Ja, die Villenarme hat echt wenig Reichweite. Das ist schon ein bisschen doof. So, nehmen wir mal Parks. Dann nehmen wir Plateau. Und wir nehmen Turm. So. Ah, der Turm, der muss jetzt richtig was bringen. 39, warte mal, hier war 40 irgendwo. 40. Wo kriegt der denn? Kriegt er überhaupt irgendwo Minus? Hier ist 44. Kriegen wir den noch besser irgendwo? Der 44 Points ist schon ordentlich. So, 20 fürs Plateau. Bams. Jetzt haben wir noch so viel übrig. Hier können wir erstmal noch hopfen. Zack. Dann holen wir uns Lager. Nehmen wir. So, Fischerhütte. 14, 21. 21, 14.
Minus 4? Warum haben die minus 4? Ach, wegen den Holzfällern. Jo, jo, ich seh's. Wäre schon doof, ne? Holzfäller und Parks passen nicht so toll zusammen. Muss man halt auch einfach mal so sagen. Aber wir nehmen uns hier die Moine noch mit. Moin. Oder wir müssen irgendwo neu was aufbauen. Ohne Holzfäller in der Nähe. Das lohnt nicht. Bitte. 20. 21. Zirkus. Einmal Zirkus. Und wir können eine neue Dings holen. Cool. Also die Villen, die haben keinen Bock auf Zirkus. Aber der Rest, der feiert den. So, 7, 16. 16, 16, 16. Ich glaube, mehr wie 16 ist nicht drin. Nehmen wir 16. Goldmine. Oh. Ach nee, wir haben ja gar kein Gold. Scheiße. Nicht so cool. Wir könnten aber theoretisch. Machen wir jetzt auch. Pass auf, wir gehen nochmal auf die nächste Insel. Expedition starten. Auf geht's. Ich glaube, auf der Insel haben wir jetzt Gold. Alter. Wo ist die Insel? Was zur Hölle? Wasserplateau. Um Gottes Willen, ey. Okay, hier geht's anscheinend mit Plateaus vorwärts. Und Steinmetzen. Ja, Landwirtschaft bringt uns hier, glaube ich, furchtbar wenig. Plateau. Mal gucken, was wir da drauf bauen. Brauerei-Pack, Stadt-Pack. Nee, war doch 25, das ist gut. 25 ist okay. Brauerei, Landwirtschaft. Wir haben doch nicht wirklich Landwirtschaft hier, oder? Guck mal, wir können die Felder nämlich gar nicht bauen. Doch hier. Da können wir sie drauf bauen. Okay. Schamane. Haben wir hier irgendwo viele Blumen? Ja, hier sind schon viele Blumen, ne? Oh ja. 33, 36 habe ich gesehen. 40, 42. Das ist gut. 42 nehmen wir. Muss da reinschieben? Nee. So, dann würde ich sagen, machen wir hier auch irgendwo eine Stadt. 23, 27. 27. Villa Haus. Villen sind immer so. Ich hab nie so richtig Bock. Reicht aber noch nicht. Doch, reicht.
So, Fischer, Stadtzentrum, Lage, Statue, Fischer, Landwirtschaft, wir nehmen Fischer. Wir nehmen Fischer und dann nehmen wir noch Brunnen. Fischer ist, glaube ich, nicht verkehrt. Brunnen. Zen. Ja, mehr können wir nicht basteln. Ah, doch hier. Sehr schön. Also ihr seht, das Spiel ist schon. Mir macht das wirklich Spaß. Es ist so ein bisschen Rätselspiel, ist aber auch Aufbauspiel. Du musst überlegen, wo baust du was hin? Wir gucken mal, wie weit wir hier kommen. Vielleicht verkacken wir ja gleich. Mal schauen. So. Es gibt anscheinend auch hier immer diese verschiedenen Plateaus. Ne? Die sind wohl fruchtbar und die nicht. Kann das sein? Weiß nicht. Kann ich zum Beispiel auch nur hier drauf bauen, die Parks. So, hier hat er doch irgendwo mit Sicherheit. Mögen denn die Hütten? Stadtzentrum, Statue, Schamane, Fischer. Wollen wir denn eine Fischer? Um. Machen wir mal hier hin. Bringt zwar nicht so viel, aber ist egal. Plateau. Gucken, wie weit das geht. Können wir? Nee, nächste Insel können wir noch nicht. Das können wir noch nicht ganz, aber fast. Jetzt könnten wir auf die nächste Insel. Coole Scheiße. Bitte. Aus. So. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir machen hier erstmal ein Ende. Ich wollte euch das Spiel einfach nur mal gezeigt haben, weil ich es echt cool fand, muss ich sagen. Also es macht echt Laune, das zu spielen. Und man muss halt gucken, dass man hier irgendwie einen Arsch am Kacken hält, ne? Wenn man das so sagen darf. Und es wird halt von Zeit zu Zeit schwieriger. Also es wird halt immer mehr, ne? Zirkus. Nur hier. 32. Wird echt viel Minus hier, ne? So. Jetzt sind wir aber hier. Hakt. Es gibt halt immer mehr. Es geht halt immer weiter. Also. So, der Markt, der ist viel zu riesig. Kannst du hier nichts hinbauen? Doch hier. 30 Points. Das ist doch gut. Als weiter. Gut, wir gucken uns mal schnell die nächste Insel an. Schauen, was da so geht. Und dann sage ich Tschüss. Und wenn ihr Bock auf das Spiel habt, Link ist in der Beschreibung, könnt ihr euch auf jeden Fall für einen Fünfer, da gibt es echt nichts zu meckern. Ja, das sieht auch interessant aus hier, ne? Oh, nice. Ja, und dann geht das halt so weiter, je nachdem, wie viele Punkte du hast. Und dann
Jetzt kriege ich erstmal eine Handvoll Statuen. So, hier eine. Hier eine. Und hier eine. Ziegelindustrie. Eieiei. Freunde, wir bauen Ziegel an. Nicht cool. Ja, es geht halt immer so weiter. Aber man kann auch irgendwie nicht aufhören damit, ne? Man kann nicht aufhören. Man macht einfach immer weiter. Halt einfach cool. Spaß. Man dazu sagen. Ist halt so. Immer jetzt Feierabend, Freunde. Wir sind in einem anderen Spiel wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr jetzt noch da seid, dann schreibt mal irgendwas in die Kommentare, dass ihr jetzt noch da seid. Das würde mich freuen. Also bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.